Die letzte Kategorie ist der Persönlichkeitspreis. Und zusammen mit dem Heiner Studer und dem Erwin Benteli bin ich in dieser Jury gewesen. Und wir haben also wirklich auch eine sehr schwere Auswahl müssen treffen. Wir hatten 6 Nominationen gehabt von wirklich sehr außergewöhnlichen und beeindruckenden Persönlichkeiten oder auch Ehepaar. Und unsere Kriterien sind langfristiges und radikales Engagement für Armut oder für die Armen, persönliche Hingabe und inspirierendes Vorbild sein. Und wir haben am Ende müssen sagen, eigentlich trifft es auf alle zu. Und darum ist unsere Entscheidung uns eigentlich sehr schwer gefallen. Wir hatten ganz verschiedene Einreichungen gehabt. Die älteste Person war 82-jährig. Also wir hatten wirklich eine ganze Altersrange gehabt in ganz verschiedenen Gebieten dieser Welt. Über den Wohnort des Siegers hat eine einheimische Person gesagt, da wohnen keine Europäer. Sie hat ein Buch geschrieben, oder der Sieger hat ein Buch geschrieben, Himmel und Straßenstaub. Unser Leben als Familie in den Slums von Manila. Vielleicht weiss es oder die andere schon, wer das da ein Sieger ist oder eben Sieger. Und ich möchte sie nicht länger auf die Folter spannen. Unsere Sieger vom Persönlichkeitspreis sind Christine und Christian Schneider. Und ich darf euch bitten, hier vorne zu kommen. Ja, Schneider hat uns als Jury ganz besonders beeindruckt, weil sie mit ihrem damals einjährigen Kind in die Slums von Manila gezogen sind. Und sie haben dort als Familie 9 Jahre gelebt. Und was uns besonders hat überzeugt, ist, dass dir das ganze Helfer-Opfer-Gefälle auf den Kopf gestellt hat. Also, ihr habt gesagt, wir gehen zu den Armen, wir gehen mit ihnen leben, zu den Ärmsten der Armen im Slum von Manila und wir wollen von ihnen lernen. Und das hat uns tief beeindruckt. Euer Projekt, das ihr gegründet habt, Onesimo, das wächst und läuft auch, nachdem ihr wieder in der Schweiz zurück seid. Das hat uns auch sehr beeindruckt. Und dritter Punkt, dass ihr auch hier in der Schweiz wirklich die Sachen, die ihr im Slum gelernt habt, versucht zu leben. Also das Stichwort Hoffnungshaus haben oder eben scheidigen Lernstil weiterzuführen. Und ja, darum haben wir wirklich die Ehre, euch den Preis zu geben und gratuliere ganz herzlich. Und ich möchte euch gerne das Wort übergeben. Dankeschön, Fini. Darf ich dir geben? Ist schwer. Danke viel mal. Ich weiss nicht mehr so recht, was sagen, weil so viel ist schon gesagt worden. Aber einfach nur mal so, wenn ich jetzt zurückschaue auf diesen Tag hier, ist mir einfach wirklich wichtig, nochmal so die Ermutigung, dass noch viele junge und ältere Menschen einfach ein paar Jahre vom Leben, von ihrem Leben mit armen Menschen verbringen, das Leben mit ihnen teilen, eben als Lernende zu gehen, wie wir das auch schon gehört haben. Und einfach so die Überzeugung, wir, die Armen und die Reichen, wir brauchen einander. Nicht nur die Armen brauchen uns, sondern wir brauchen auch sie, damit wir Jesus besser verstehen, die Bibel besser verstehen oder so aus ihrer Sicht auch verstehen. Einfach das noch. Danke vielmals. Also ich möchte mich sehr bedanken für den Preis. Ich habe ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, dass wir da bekommen, weil ich sehe eine ganze Reihe von Leuten, die vor uns verdient haben, die hier sitzen und sicher in der Schweiz leben. Und eigentlich ist es auch so, dass wir nicht irgendwie so etwas überhaupt erwartet haben, dass wir jetzt einen Persönlichkeitspreis bekommen für das, was wir ja eigentlich aus Freude machen, aus Leidenschaft, weil wir gar nicht anders können, nachdem wir der Armen begegnet sind. Also es ist eigentlich von dem her ein bisschen merkwürdig, so einen Preis zu bekommen. Der Henri Dunant ist erwähnt worden. Ich mag mich erinnern, oder ich habe irgendwo mal gelesen, dass er den ersten Nobelpreis, Friedensmodellpreis bekommen hat und er nicht einmal nach Oslo gereist ist und gesagt hat, scheint, so wieder zitiert, ich habe nie etwas anderes wollen sein als ein Nachfolger von Jesus. Und so geht es uns das eigentlich auch. Also, wir haben nicht irgendetwas gemacht, um einen Preis bekommen, sondern wir haben das gemacht, was wir einfach haben müssen und wollen machen und was sicher nicht immer einfach nur easy ist, aber wo uns einfach eine Leidenschaft ist. Und noch etwas Zweites. Wir haben eben so ein Buch geschrieben und das möchte ich einfach allen empfehlen, die das noch nicht gelesen haben. Das kann man auf der Hinde kaufen, am Stopp Armut-Tisch. Freut mich sehr, dass ihr das auftrieben habt. Vor ein paar Wochen hat man
habe ich eine Einladung bekommen. Das Buch öffnet uns sehr viele Türen. Wir können gar nicht alle Angebote eigentlich annehmen, leider. Aber da ist ein Finanzchef von einer Schweizer Bank gekommen und hat gesagt, er möchte, dass wir zu seinen 70 Filialleitern für 40 Minuten reden. Er hat das Buch gelesen. Ich weiß nicht genau, was ich da erzähle. Vielleicht hat er eine Idee, was ich denen erzählen soll. Aber es ist wirklich, ich glaube, es ist ein Buch, das bewegt und Leute in Bewegung setzt. Und ich möchte das sehr empfehlen. Also vielen Dank, dass wir hier sein und das entgegennehmen. Dankeschön.